Herzlich willkommen zur Quizauflösung aus dem April 2021. Hierbei ging es um die Fragestellung, wie viel Geld kann ein Angestellter im Nebenerwerb von der KfW beantragen? Und die Antwort lautet folgendermaßen: Ein Angestellter, der im Nebenerwerb ein zweites Standbein errichtet, kann die 125.000 Euro zu 100% ausschöpfen, wenn er in seinem Businessplan und Finanzplan abbildet, dass er innerhalb der nächsten 1, 2 oder 3 Jahren plant, in den Vollerwerb zu wechseln. Natürlich stellt sich die Frage, ob die Bank nach 2 oder 3 oder 4 Jahren vorbeikommt und prüft, ob du tatsächlich in den Vollerwerb gewechselt bist. Das wird sie natürlich nicht machen und sie kann es dir auch nicht vorwerfen, wenn das Unternehmen noch nicht so gut läuft, dass du dir es leisten kannst, dein Angestelltenverhältnis aufzugeben. Auf der anderen Seite muss aber sowohl dein Businessplan, den Kreditantrag als auch der Finanzplan abbilden, dass dein Unternehmen spätestens nach 2 oder 3 Jahren auch so viel an Überschüssen abwirft, dass es tragfähig ist, dass deine kompletten privaten Lebenshaltungskosten getragen werden können. Was bedeutet das für dich? Wenn du also jetzt angestellt bist und du bist ja noch nicht ganz so sicher, ob und wie schnell dein zweites Standbein laufen und dich tragen wird, dann macht es Sinn, dass du dein Angestelltenverhältnis erstmal beibehältst und vielleicht Zug um Zug abbaust, aber parallel deine Unternehmung startest. Und tatsächlich kannst du das KfW-Startgeld so ab 25.000 bis 30.000 Euro beantragen, bis maximal 125.000 Euro. Darunter macht es Sinn, über Smart-Mikrokredite zu arbeiten und dein Vorhaben zu finanzieren. Das bedeutet also auch für dich, dass du die Möglichkeit hast, aus dem sicheren Angestelltenverhältnis parallel dein Nebenerwerb aufzubauen. Und mir sind sogar Gründer bekannt, die wir begleitet haben, die sogar eine Gastronomie aufgebaut haben mit mehreren Arbeitsplätzen, obwohl sie selbst noch angestellt waren. Selbst das ist möglich, wenn deine Geschäftsidee personalintensiv sein sollte. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, ein Konzept so vollständig fertig zu schreiben in Bezug auf Finanzplanung, Kreditantrag, alle Anhänge und die Anträge, dass die Bank sagt 100% vollständig, 100% plausibel und auch sehr wahrscheinlich umsetzbar, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater helfen dir bundesweit dabei, dein Vorhaben, dein Projekt so abzubilden, dass die Bank mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch zustimmt. Solltest du also die richtige Antwort, nämlich 125.000 Euro eingesendet haben, so wirst du mit in den Pool genommen, aus denen dann der Gewinner gezogen wird. Solltest du nicht dabei sein, kannst du trotzdem Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch und wir begleiten dich gerne auf deinem Weg. Dein Daniel Schäfer.